Hallo zusammen zum nächsten Trick, den wir diese Woche uns genau anschauen. Das ist der Schweini, ein weiterer von Saltec, den wir ähnlich wie beim Übersteiger oder Übersteiger-Finte durchführen, der aber noch ein bisschen dynamischer, noch mal ein bisschen flexibler ist von der Bewegung her und noch mal ein Ticken überraschender wirkt. Das heißt, im Gegensatz zum Übersteiger-Finte, beim Übersteiger-Finte machen wir einen Übersteiger, springen nach links, ziehen den Ball nach rechts. Beim Schweini haben wir folgendes, ähnliche Situation, nur wir stellen unser Fuß nicht ab, sondern wir bleiben damit in der Luft und springen dann nach links. Das heißt, schaut folgendermaßen aus, wir machen einen kleinen Kreis, springen nach links und gehen jetzt rechts weg. Dadurch wird der Trick allgemein noch mal ein bisschen schneller. Die Finte wird noch mal dynamischer und wir kommen einfach schneller vorbei. Durch die Finte reagiert unser Abwehrspieler leicht, in dem Fall nach rechts. Und wir haben von unserer Seite rechts mehr Raum und können da schön reinstechen und zur Anschlussaktion kommen bzw. zum Abschluss kommen. Das heißt, noch mal ganz langsam im Stand. Wir machen eine Kreisbewegung, springen nach links, Fuß bleibt oben und wir schieben den Ball rechts vorbei. Wie wir das Ganze üben können, erstmal im Stand, das heißt, bleiben im Stand stehen, machen unsere Kreisbewegung, springen nach links, wichtig hier, nicht wackeln, sondern versuchen stabil zu bleiben und schön nach rechts zu gehen. Das können wir mit beiden Seiten üben, wenn wir uns sicher sind, dass der Trick auch rund ist, dass er flüssig schon geht, das heißt einmal rüber, vorbei und vorbei, können wir gleich zur Übung kommen. Wir brauchen diesmal zwei Hütchen frontal nebeneinander. Ein Hütchen ein bisschen weiter weg ist unser Starthütchen. Das ist unser Frontalhütchen, zwar quasi unser Gegenspieler, vor dem wir auch unseren Trick machen, den Schweini. Und dann haben wir hier noch eine Art Tor bzw. Wand oder ein Kissen hinstellen, nur dass wir nochmal ein Ziel haben. Wir starten hier mit einem Standtrick, den wir schon kennen, den ziehen vorlegen, starten seitlich, rechter Fuß ist auf dem Ball. Ziehen den Ball, drehen uns, Hüfte, Oberkörper, kennen wir schon, Richtung Doppelhütchen, schieben den Ball leicht nach vorne, wir können am Anfang ihn auch noch kurz stoppen, machen hier unseren Schweini, ziehen vorbei und dann passen unser Zieltor hin. Natürlich, wenn wir eine große Wiese haben oder vielleicht auch ein kleines Tor, können wir da auch einfach drauf schießen, sonst versuchen wir mit einer Passübung bzw. mit einem Pass zu unserem Ziel hinein zu schießen. So, noch ein bisschen schneller, dynamischer. Das heißt, ziehen vor, schieben leicht, Ball bewegt sich, Schweini spielen, können den Ball wieder abholen, gehen hier wieder hin, rechter Fuß drauf, Sprung, vor, Ball rollt, Schweini spielen und wieder starten. Wichtig ist hierbei wieder der leichte Sprung nach links. Man darf jetzt hier auch nicht zu weit rausspringen, das heißt, wenn ich jetzt hier ein Schweini mache und so weit rausgehe, ist der Ball natürlich extrem weit weg. Der Körperschwerpunkt voll auf dem linken Fuß, zu weit weg. Wir müssen hier mit einer Art Spagat-Ausschrittbewegung arbeiten, dadurch wird der Trick nicht mehr dynamisch. Das heißt, leicht nach links springen, wichtig ist die schnelle Kreiselbewegung und dann wird es viel dynamischer. Nochmal ziehen vor. Schweini raus, spielen, gleich wieder Ball schnappen, wieder starten, ziehen vor, schieben, Schweini spielen und wieder starten. Das Ganze könnt ihr wieder 4-5 Mal üben. Danach könnt ihr euch ein Zeitlimit nehmen, zum Beispiel eine Minute. Wie viele Tore schaffe ich in einer Minute? Könnt die Zeit stoppen, euch aufschreiben, kurze Pause und dann gleich nochmal starten und schauen, ob ihr in einer Minute mehr Tore geschafft habt oder weniger. Dann könnt ihr auch, wenn es weniger war, nochmal ein bisschen drauflegen, sagt ihr 2 Minuten. Und immer schön schauen, dass wir viel Wiederholungen drin haben, den Trick sauber machen, genau darauf achten. Und dann wünsche ich euch viel Spaß.